Moin Leute, willkommen zurück. Beim letzten Mal zwei Tode. Läuft bei uns. Ich habe jetzt beschlossen, wird Masi einfach Anführer. Eigentlich wäre ich dran gewesen. Anomens Alpha-Angreifer waren schon lange. Stärke Ja, 2 Ruhe, Raffi Fibon. Anomen. Wissen wir alles. Interessiert uns trotzdem nicht. So, wir schicken auch mal das Skelett vor. Sag Man mir, weiß ja was ist nie. schon geschehen? Genau, hier. Ich Das warte, ist Dave, das bin lustige dabei. Skelett. Das wird jetzt einfach mal vorgehen. Gucken wir uns mal an, was hier so los ist. Ach ja, Ja, Dave wenn kann es aber denn keine sein Türen öffnen. muss. Machen wir das für ihn. Okay, Dave, geh mal vor. Du sollst immun sein gegen den ganzen Shit. Sagt mir, was zur Wird gute übrigens Idee, auch. das mir zu Okay. übertragen. So, dann, nachdem Dave da der alleinige Gegner What ist, do you want? ziehen wir mal Razzat Die nach. Gruppe braucht Und die drei Gatling Arbeiter, Gun. so soll es geschehen. Und los geht's. Okay. Tja, also ich meine, eigentlich müssten die intelligent genug sein, um zu wissen, dass ihre Psi-Kräfte gegen seelenlose, geistlose Untote nicht funktionieren können. Oh, da wurde die Intelligenz gesenkt. Nicht funktionieren können, aber irgendjemand hat gerade das Gehirn des Skeletts ausgesaugt, wie auch immer das geht. So, und wenn hier die Intelligenz auf Null fällt, sind wir übrigens auch tot. So. Das wollen wir natürlich nicht. Bip auch so. Ich bin schlau. Okay, Aufstellung. Das war ja Betrachtet es kurz. als Ja, hier können wir erledigt. auch wieder irgendwas machen. Wenn es sein muss, kann es weitergehen. Ja, Ich 20. würde jedoch eine So, Ruhepause wunderbar. begrüßen. So, dann wollen wir mal Ich schnell warte. gucken. Was ist das hier? Kaum der Rede wert. Das ist eine Elitid-Geburtkapsel. Neben der Kapsel befindet sich eine leere Flasche. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein wenig von dem Inhalt der Kapsel in eine Flasche füllen. Ja, Elitiden entstehen ja so, dass man so eine kleine Elitidenlarve, habt ihr vielleicht im Baldur's Gate 3 Trailer gesehen, in einen lebenden Wirt einsetzt. Da ist nicht jeder kompatibel, ne? Also, aber zum Beispiel die meisten Humanoiden. Häufig werden halt Menschen genommen oder Elfen oder auch Gefjenki. Das funktioniert, glaube ich, auch. So, und diese Larve ist dann so alienmäßig unterwegs, frisst sich zum Gehirn durch und ersetzt quasi mehr oder weniger das Gehirn des Anwenders durch. Ja, durch das der Larve, die da drin eben wächst und wächst, und dann verändert sich auf magische Art und Weise der Kopf irgendwann. Ihr habt einen Salzwassertrank hergestellt, okay. Und dann wird sozusagen ein neuer Elitid geboren, und der Mensch oder was auch immer die Person, die das vorher war, ist auf ewig und immer auf ewig zerstört. Genau, und dann kann nur noch ein Wunsch oder ein Wundern, also gerade neuen Zauber helfen. So, ich habe Salzwassertränke hergestellt. Genau, und diese Larven schwimmen halt in diesen Becken rum. Genau. In dem jungen Elitiden heranwachsen. In der salzigen Flüssigkeit leben die Kreaturen, wenn sie noch Kaugummi am gleichen. Genau, habe ich dir erzählt. Immun gegen Psi-Kräfte. Ja, geil. Hält eine Phase. Wir haben 7 Stück davon. Wir brauchen gar nicht so sehr viele, aber ich denke, Mazi sollte mal einen kriegen. Und Sir Anomen sollte auch mal einen Ich kann bekommen. nicht noch mehr tragen. Was ihr mir gabt, liegt nun auf dem Boden. Alles klar, Anomen. Oh, ich merke, ich habe vergessen, die Drow gegenüber nochmal zu looten. Er hat ja gar nicht seine Superrüstung. Das müssen wir gleich nochmal machen. Kann ich aber den Offscreen machen, sollten wir hier wieder rauskommen. Wovon ich einfach mal ausgehe. So, ihr habt so einen Trank am Stissel. Manissel, dann, Ja. da kommen wir nicht Aber rein, natürlich, doch da werter durch die Freund. Tür. So. Schreit nicht so, ich Oder kann uns gibt's ja hier. hören. Das sieht eigentlich auch so aus, als würde man hier lang Ich werde können. es Wer gekonnt weiß. und sorgfältig, wenn nicht gar rasch erledigen. Man kann die Falschheit an. Wie kann ich helfen? Ja, man Schon kann die unterwegs? Falschheit direkt spüren. So, wir gehen aber erstmal hier so lang. Falschheit hin oder her. Sehr gut. Aha. Ja? Ich hoffe, das bringt was. Was haben die hier versteckt? Schwarzer Opal. Nehmen wir mit. Steht zu eurer Ach, guck Verfügung. an. Ich werde es sofort versuchen. Hier sind wir jetzt. Jetzt sind wir selber Leiter der Arena. Ja, nice. Hier geht's aber nicht weiter. Okay. Gut. Ich glaube, wir kommen gut voran. Wir schaffen das doch. Es scheinen nicht mehr so viele Kammern zu sein. Hier noch eine, dort noch eine, dort noch eine, dort noch eine. Und das sind Umbra-Kolosse. Und du ready. willst davon nicht getroffen I'll do werden. it. Die Gruppe braucht aber natürlich, werter Freund. So. Puh. Sag mir, So, was da zu haben wir tun noch ist. irgendwelche Schutzzauber, die wir wirken können. Wir können noch verbesserte Hast auf dich wirken. Ring von Kangax. So.
Ja, bitte. Schon unterwegs. Speichern. Vorwärtsmarsch. Ja, ist klar. Yes. Hast du noch ein MVP? Wir haben hier noch einen Djinn beschwören. Das ist natürlich auch gut. Ja, die dürften zu viel Magieresistenz haben, als dass das irgendwas bringen würde. Oder gibt es irgendwas, wogegen Magie? Rettungswurf speziell. Gegen Gift. Aha, aha. Aber steht eigentlich nichts von Magieresistenz, ne? Aber ist auch die Frage, ob das dabei steht. Das sind sehr, sehr viele. Womöglich muss ich gleich nochmal laden. Aber ich habe ja da gerade eben gespeichert. So, vorwärts. Bip, du machst das. You are a slippery one. Wer wurde da getroffen? Paranormale Beherrschung an Nomen. Zeig die Richtung mit dem Schwert. Hat einen Rettungswurf geschafft. Angreifen. Paranormale Beherrschung? Ich denke nicht, dass das passiert. Ja. Mira. Geh mal wieder weg. Genau. Du kannst hier andere schöne Sachen machen. Auflösung. Die haben ja eh nichts dabei. Kannst den mal auflösen, bitte. Wie kann ich helfen? Jan Jansen, melde mich zum Dienst. Jetzt wird's langsam dünn hier. Tatsächlich wird's langsam mal dünn. Mach mal verschwimmen noch auf dich. Ich höre euch. Du greifst weiter an. Wie viel Intelligenz hat Bip noch? 15, das hält er also noch ein Weilchen. Da ist einer aufgelöst worden. Zauberauflösung, da ist er gerade zu Staub. Da zerfällt er gerade zu Staub. Ja. So ein bisschen aufpassen hier wird der. Sagt mir, was zu tun ist. Haben wir sowas nicht nochmal? Ja, noch Wort. Geht das auf alle? Erdboden? Jeder im Wirkungsbereich oder ist betäubt? Ist ja, das fühle ich jetzt noch nicht so. Todeszauber. Aha. Im Wirkungsbereich. Wir sind mit mehr 8 TW sind immun, die immer getötet werden. Die Zauber wirken nur auf Feinde. Ja, ist jetzt die Frage. Meinen wir, die Gedankenschöner haben mehr als 8 TW? Finden wir es heraus, würde ich sagen, ne? So. Steht zu eurer Verfügung. Ich warte. Ich würde ja gerne nochmal sowas machen. Ja, das wäre natürlich ich könnte mich hier in einen Schlechter verwandeln, den könnte ich alleine durchmarschieren. Okay. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Den schaffen sie wohl. Wir gehen auf den. Razad. Razad, oh. What can I do? Höhere Summe. Okay, alles klar. So, ihr. Ich glaube, das sind die Gefährlichen hier. Okay, Boots. Wo ist der dem Tode nahe? Den hat man sich wahrscheinlich erwischt. Okay. Ready for anything. Okay, der hat nicht mehr als 8 TW. Das ist halt safe or die. Ah, der hat auch nicht unbedingt mehr als 8 TW. Der ist auch einfach gestorben. Aber der Rest hat Magiewiderstand. Okay, ja gut, aber tot ist tot, ne? Ja. Okay, Gedankenschinder. Das ist jetzt hier, das sollten. Ah ne, hier ist noch ein Militär. Der hat aber Angst, der macht nichts. Achso, danke, Masi. Guck mal, da geht auch die Seele vor die Wupper. Gut, dann gehen wir jetzt alle hier drauf. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie viel Intelligenz los hat. Nicht so gut. Nun gut. Um Gottes Willen, wo ist er denn? Ach, da ist er. Ja, bitte. Was ist nun? Happy to help. To try to help. So easy, you could almost do it yourself. Okay. Ah, könnte sie nur von einem Gedankenschinder getroffen werden. Abandon Ship. Das ist nicht in Ordnung. Sag mir, was zu tun ist. Ja. Ja. Sag mal. Na, alles klar.
So, mein Freund, dann geh doch mal nach hier, bitte. Okay, danke. Ja? Zu Befehl. Danke. Boah. Wie kann ich helfen? Okay, gut. Da ist anscheinend noch eine Geheimtür. Nicht den Schwung verlieren. Speichern. Und gleich weiter. Was ist hier los? Bip ist eigentlich... Was ist das? Ganz viele Gedankenständer. 1, 2, 3, ganz viele. Ja, wir können ja mal... Also, die hatten aber zu viel Magiewiderstand, ne? Für... Steht zu eurer Verfügung. Erdkoloss, Gedankenständer. Ja, das, ja, du sollst ja nicht in den Nahkampf gehen, bitte. Obwohl ich dir natürlich gerne glaube, dass du das gerne tätest. So, Bip ganz vorne macht mir auch immer ein mulmiges Gefühl. Das sollte nicht zu schwierig sein. So, gucken wir mal. Jan Jansen ist aber auch richtig mutig. Kann man auch gar nicht glauben. Der könnte sich noch tensern. Dann hat er auch nochmal 100 Trefferpunkte mehr. Glaube ich nicht, ne? Na, nicht ganz 100 Trefferpunkte mehr, aber jetzt müsste er eigentlich ganz gut durchballern. Weiß nicht, wie viele Angriffe hat er jetzt die Runde. Hinterhältig mal 5 ist auch gut. Zweithand, Haupthand, trifft nicht so gut, aber was soll's. Ja, finden wir jetzt hier nicht raus, aber... Ja, bitte? Wir gehen einfach mal davon aus, dass es extrem gut war. Danke. Und Sir Anomen sagt, guten Aufstieg. Sehr gut. So, was ist hier los? Alles klar, nicht den Schwung verlieren. Sage ich häufig hier. Ja, was soll ich tun? Bevor sich der Gegner neu gruppieren kann. Da ist beim Pen and Paper aber auch schon vieles schief gegangen. Danke. Hier ist nichts mehr. Was ist das? Wissen wir nicht. Gut. Weg damit. Bin ich vergessen, irgendwie zu identifizieren. So, Platz. Aha, okay. Stimmt, der Salzwassertrank hat nachgelassen. Betrachtet es als erledigt. Okay, dann würde ich aber sagen, wir gehen erstmal nochmal nach unten. Jawohl, ja. Hustrrrt. Oh nee, das ist nicht gut. Was passiert hier? Ist Masi immun? Nee. Aufstellung. Hier vielleicht. Üpp, geh mal mir, vor. Was ich hoffe, das bringt was. Guten Tag. Ach so. Ja? Sie sind also... Okay, danke. Aber natürlich, werter Freund. Verrückter Zweck wieder. Ja, geil. Okay. Ich habe das Gefühl, vielleicht hätten wir die auch retten können, wenn die jetzt nur unter Kontrolle stehen. Also, fremdgesteuert. Ja. Komisch, der steht unter kompletter Kontrolle, ist also böse. Aber sie haben ihm erlaubt, dass er zaubern kann. Finde ich sehr seltsam. Wieso konnten wir jetzt hier nicht durchgehen? Das verstehe ich immer noch nicht. Der Ring sieht magisch aus. Der Rest ist ziemlicher Schrott. Abmarsch. Was ist denn das für ein Ring? Kann ich das identifizieren? Ja, sie sowieso nicht. Bip. Auch nicht. Himmel, da haben wir jede Menge zu identifizieren. Steht zu eurer Verfügung. Okay, dann rushen wir mal durch. Wir haben hier oben die Tür geöffnet. Wir speichern mal schnell. Ich glaube, das sieht schon nach Endgegnerzeit aus hier. Das ist jetzt, hier wurden immer Gehirne gelutscht, aber jetzt lutschen wir Gehirne. So sieht's nämlich aus. Okay, so, das heißt, jeder von euch trinkt so einen Trank, ne? Also du... Du brauchst es nicht. Du trinkst ein. Du trinkst ein. Alles klar. Trinken. Trinken. Die Gruppe braucht speichern und dann gehen wir da rein. Schon unterwegs. Nicht euer Ernst. Wehe, wir brauchen jetzt wieder einen Elitiden. Ey. Dann rast dich aus. Ihr klingt sofort eure Hochwohlgeborenheit. Nee. Das haben sie einfach nur mal mit einem Schlüssel zugesperrt. Ja, bitte. Naheliegend. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, das Ältestengehirn, das muss sterben, der muss allerdings auch sterben. So, das heißt, Razad, du machst das. Oh, wait, no, wait a minute. Auf euren Befehl hin werde ich vorrücken. Hier. Hier. Greif?
Hier. Ach ja, er ist ja getensert. Er geht auf jeden Fall hier hin. Gut. Zeig die Richtung mit dem Schwert. Kann er hier nicht noch Tod und Teufel herunterbeschwören? Ja, hier. Strahl des Ruhms. Gönnung. Da. Mit Höchstgeschwindigkeit, Kamerad. Luftdiener wäre auch noch gut gewesen. Okay. Was ist hier? Wo steht sie denn? Okay, sie ist das. Ja, prima. Das, nee, Feuer bei Blitz machen wir nicht. Nee. So, aber wir können uns... Das können wir nochmal schnell machen. Ja? Sagt mir, was zu tun ist. Das Ältestengehirn ist schon verletzt. Ist gut. Der ist schon DTN. Das ist auch gut. Sir Anomen ist immer noch im Zaubern. Das ist nicht gut. Jan Jansen? Okay, Rasat. Sehr gut. Geil, ein Djinn. Der Amber Hulk hat doch hier gewonnen. Okay, normalerweise kann das Ältestengehirn auch immer noch solche Hirngolems erschaffen. Also aus seiner Masse sozusagen ein bewusstes Wesen abkoppeln. Und dann ist das so ein ekliger Golem mit Psy-Kräften. Aber wenn wir schnell genug sind, schaffen wir da vielleicht ja das Ältestengehirn zu vernichten. Genau. Stimmt etwas nicht? Bevor es dazu kommt. So, jetzt ist hier Frieden. Normalerweise, ne, ein Ältestengehirn kommt selten alleine. Der hat auch noch einen Schatz. Sind noch Gegner? Weiß ich gar nicht. Aber natürlich, werter Freund. Ja, da. Ja, sehr nice. Alter Falter, was das alles für EP gegeben hat hier. Ja? Genau, und normalerweise, jetzt haben wir hier die gesamte Kolonie vernichtet. Jetzt müssten sie eigentlich eine neue Kolonie aufmachen. Den Djinn ist der Einzige, den es erwischt hat hier mit Save Osak. Und das kann aber nicht jeder Gedankenschinder, ne? Aber so diese Ulitariten, oder wie sie heißen, die können sich, wenn sie super mächtig werden, mit so einem speziellen Stab, den sie da immer mit sich führen, selbst ihr Gehirn extrahieren. Und können dann zu einem neuen Ältestenhirn aufsteigen. 33 von denen. Okay, ja, warum denn nicht? Und dann eine neue Kolonie machen. Aber da wir hier alles geklärt haben, wird es hier nicht dazu kommen. Wenn die Githyanki zurückkommen, sehen die einfach nur, alles ist matschig. Gut, wir haben es hier geschafft. Ich würde auch sagen, es passt eigentlich ziemlich perfekt. Um den Part zu beenden. Wir gehen jetzt hier raus. Die Tür ist offen, wir sehen das. Und ich werde dann im Nachbarstollen nochmal die Drow looten, die da rumlagen. Und dann haben sich unsere Recken auch eine Pause redlich verdient bei den Swiftlin. Oh krass, hier kriegen wir nochmal Sklavenanführer hier, hallo. Der wird bestimmt gleich noch glücklich mit uns reden wollen. Da kriegen wir bestimmt nochmal EP. Aber es kommt selten vor, dass drei Leute aufsteigen und er ist jetzt schon Stufe 21. Das heißt, bei ihm müsste es jetzt losgehen mit den epischen Stufen tatsächlich. Ich bin so müde. Ich glaube, wir finden unseren Weg hinaus an die Oberfläche. Wenn wir uns je dort begegnen sollten, tun wir aber nicht. Ich schulde euch mehr, als ich euch je zurückgeben könnte. Viel Glück im Unterreich, falls ihr hier bleiben wollt. Ich werde für euren Erfolg und eure Sicherheit beten, weil Gebete immer etwas helfen. Kommt, Freunde, lasst uns diesen höllischen Ort ein für alle Mal verlassen. Tschö. Boah, gibt nochmal 45.000 EP. Ruf hat sich auch nochmal verbessert. Die gehen alle raus. Das, ihr müsst eure Gruppe das tun wir auch sammeln, beim nächsten Mal denn. Also beim nächsten Mal, keine Ahnung, wo ich da bin, im Zwölfnieblindorf oder so. Wir haben ja noch ein Gebiet im Westen. Ne? Im Westen nichts Neues. Das gucken wir uns auch noch an. Und dann haben wir hier sozusagen alles Optionale schon mal gut vorbereitet. Und können uns dann mal daran machen, die Drow-Stadt zu besuchen. Ja, also, ihr müsst eure man kann Gruppe das hier natürlich alles skippen. Sammeln, bevor ihr das Gebiet hier muss man, glaube ich, könnt. Nicht unbedingt hin. Aber wenn man das tut, ja, da liegt da der Scheiß noch, aber wenn man das tut, es geht einem so viel EP durch die Lappen und man macht sich das Spiel damit wieder unnötig schwerer. Und das wollen wir ja nicht. Also, haut rein, viel Spaß, wie immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.